Was? Alter. Ja, meine herzallerliebsten Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 auf dem PC. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind mit einem Gabelstapler unterwegs und irgendwie wollen wir mit dem Ding vor den Cops abhauen, die wir jetzt an der Backe haben. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber wir versuchen es einfach mal. Und wir müssen mit dem Ding auch noch 6,3 Kilometer fahren, denn, oh shit, denn wir wollen zu der nächsten Dom-Mission, um die Mission mit Dom endlich mal abzuschließen. Das wäre echt ein Traum, wenn wir das schaffen würden. Aber dafür muss ich erstmal mit dem Ding hier da hinkommen und ich glaube, die erwischen uns jetzt. Nein! Oh, und sie haben uns erwischt, weil das Ding einfach absolut überhaupt nicht geländetauglich ist. Na gut, am Arsch. Dann werden wir jetzt gleich, genau, da kommt der zweite Stern, den habe ich auch schon kommen sehen. Wir müssen uns mal irgendwie ein anderes Fahrzeug suchen, sonst wird das nichts. Hi Jungs, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, alles super. Oh, shit. Also ein Sand King wäre natürlich schon das Richtige. Oh mein Gott, wir werden so drauf gehen. Wir werden so drauf gehen. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Ich habe nur irgendwie jemanden überfahren, glaube ich, oder so, ne? Weiß es gar nicht genau. Ich glaube, wir haben irgendwen überfahren. Und jetzt habe ich schon wieder irgendwas überfahren. Ein Tier. Sorry. Das war echt ohne Absicht. Ach so, und ihr werdet auch direkt sehen, man sieht meine wundervolle, viel zu lange Haarpracht komplett, weil ich tatsächlich jetzt mal das testen wollte, was ich angekündigt hatte. Oh, ja gut, der Zug hat uns gerade einfach mal umgedreht. Denn ich wollte mal ausprobieren, wie das ist mit den Kopfhörern. Ich hatte euch ja erzählt von meinen Hitzeproblemen mal wieder und dass ich vermute, dass das unter anderem auch an den Kopfhörern liegen könnte, die so schön flauschig warm auf meinem Köpfchen sind. Und deswegen habe ich jetzt mal meine Handy-Kopfhörer drin. Und guck jetzt einfach mal, ob das mit denen auch so warm ist. Ob es also an einem Headset liegt oder ob es vielleicht am Stuhl liegt oder einfach daran, dass es warm ist. So, die ballern mich direkt komplett weg hier. Wenn wir nicht jetzt fahren, dann sind wir tot. Es könnte aber sein, dass wir es geschafft haben. Und wir haben auch genau das richtige Auto dafür. So ein schöner Vapid Sand King. Damit sollten wir auf jeden Fall abhauen können. Gut geländetauglich jedenfalls. Ein Problem ist es, ein Problem habe ich mit den Kopfhörern hier, mit diesen Plug-in-Kopfhörern von meinem Handy. Und zwar ist die Akustik ganz anders. Erstens, das Spiel klingt natürlich bei weitem nicht so geil wie mit meinen Beyer Dynamic Kopfhörern. Das ist auch völlig normal. Und zum anderen sind das halt so Plug-in-Dinger. Das heißt, ich höre mich so gut wie gar nicht. Ich höre mich nur so richtig dumpf entfernt. Weiß nicht, ihr müsst mal euch so richtig abschließende Plug-in. Oh, hallo Flugzeug. Hä? Hab ich ja noch nie gesehen. Ich habe das tatsächlich noch nie gesehen, glaube ich. Dass da irgendwelche Flugzeuge rumliegen. Wie lustig ist das denn? Ihr müsst euch mal so richtig abschließende Plug-in-Kopfhörer reintun und dann mal reden. Und das klingt total komisch. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich zu laut rede, ob ich zu leise rede, ob ich irgendwie anders rede als sonst. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So, Prösterchen. Ich habe ein bisschen Eistee dabei. Schön, frisch und kalt. Oh, herrlich. Und wir fahren jetzt schön hier zu Dom und machen da die nächste Mission. Und ansonsten ist jetzt auch gleich, ja, ist jetzt 20 vor 4. Annika arbeitet bis 4, die fährt danach, kommt danach, kommt die nach Hause. Das heißt, um 5 ist sie da, bis dahin schaffe ich doch bestimmt noch 2 Parts oder so. Also den hier und dann auf jeden Fall noch einen. Vielleicht sogar noch einen. Und ich weiß nicht, heute Abend würde ich glaube ich mal ein bisschen, vielleicht nehme ich heute Abend mal ein neues Angezockt auf oder mache noch ein anderes Video weiter, was ich auch mal fertig machen wollte. Weil Skylines werde ich glaube ich heute nicht mehr aufnehmen. Aber mal schauen. Mal gucken, worauf ich nachher noch Lust habe. Man muss auch das machen, worauf man Bock hat, sonst wird es eh nichts. Und auf GTA hatte ich auf jeden Fall Bock. Insofern hat sich das auf jeden Fall angeboten. 3 Kilometer noch. Motorradfahren ist besonders gefährlich, wenn jemand mit einem Vapid Sand King ankommt. Weil der Sand King hier, der merkt das kaum, dass da was unter die Räder kommt. Der ist so dick. Oh mein Gott, die Sicht bei dem Auto ist natürlich der Hammer. Also Franklin ist... Nee, warte mal, mit wem sind wir gerade unterwegs? Doch, wir sind mit Franklin unterwegs, ne? Der ist, glaube ich, einfach ein bisschen zu klein für das Auto. Kann das sein? Der kann gar nicht so richtig übers Lenkrad drüber schauen. Zumindest, wenn jetzt ein Auto direkt vor mir ist. Guck mal. Oder? So, sehe ich nicht mehr. Sehe ich nicht, dass ein Auto vor mir ist. Ob ich jetzt Gas geben soll oder nicht, keine Ahnung. Guck mal, da ist, glaube ich, noch ein Auto hinter. Ja, da ist noch ein Auto, aber du siehst es einfach nicht. Stell mal vor, das wäre jetzt echt mein Auto. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob da jemand vor mir an der Ampel steht oder nicht. Anscheinend ja, aber es juckt ja nicht. Fahren wir einfach weiter. Super, die Sicht in dem Auto. Weißt du, da sitzt du extra schön weit oben. Du müsstest eigentlich eine super Aussicht haben und siehst einfach absolut gar nichts beim Fahren.
Ist ja voll für den Arsch, ey. So, okay, Motorradfahren, wie gesagt, ne? Putz! Da war er zwischen den Rädern. Ich sehe sowieso schon kommen, dass ich gleich wieder Fahndungsstellen kriege und wir wieder abhauen müssen. Deswegen versuche ich mich jetzt mal zu benehmen. Ja, der Sand ging super. Der fährt einfach über alles drüber. Achso, ich wollte nochmal eben in das Sandy reinschauen. In unsere Aktiengeschäfte. Mal eben gucken, ob unsere Tinkle-Aktien da noch irgendwas, ob die sich noch irgendwie verändert haben. Ansonsten verkaufe ich die nämlich jetzt mal. Ah, okay, nee, es wird nur weniger. Na gut, komm, wir verkaufen die einfach mal. Ist ja auch egal. Ich denke mal, wir könnten noch irgendwie ein bisschen mehr machen, aber das ist mir auch wurscht. Also, anscheinend sinkt es jetzt wieder und ich wechsle mal eben durch und werde mal mit allen die verkaufen. Da haben wir zumindest keinen Verlust gemacht. Habe ich nicht so genutzt, wie man es hätte nutzen können, aber es ist ja für uns nicht so relevant. Ne, machen wir das mit Michael auch nochmal eben. Also einmal ins Internet, einmal auf Finanzen. Der hat ja auch hier ein bisschen was investiert gehabt. Und ja, kriegen wir zumindest $66.000 geschenkt. Ja? Also ich meine, was will man mehr? Also man will schon mehr, aber egal. So, wechseln wir noch eben auf Trevor, verkaufen mit dem auch noch. Und dann kann ich wieder auf Franklin wechseln und wir machen die Dom-Mission. Nur, weil wir hatten zwischenzeitlich 2,9%, glaube ich. Jetzt ist schon wieder runtergegangen. Deswegen dachte ich mir, dann verkaufen wir es lieber jetzt. So, der ist hier wieder... Augenlidsuppe oder was macht der zu Hause? Ich will es gar nicht wissen. Ich will nur kurz das Geld in den Hafen bringen. 14.000 bei ihm, naja, auch nicht sonderlich viel. Aber wen juckt's? Ein bisschen Geld ist auch Geld. Ne? Kleinvieh macht auch Mist, wer den Penny nicht ehrt und so, ne? Wisst ihr ja. So, ich hoffe, er sitzt noch im Sand King, fährt allerdings nicht dahin, wo ich ihn hingeschickt habe, sondern ist wieder woanders hingefahren. Hatte anscheinend keinen Bock auf die Dom-Mission, aber ich habe da Bock drauf. Insofern... würde ich sagen, ich gebe die Richtung vor, mein Lieber. Und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder so ein Ding. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Straße hier schon mal jemals lang gefahren bin. Eben die Flugzeuge gefühlt noch nie gesehen. Kann natürlich sein, dass wir da schon mal vorbeigefahren sind, aber gefühlt noch nie gesehen. Und auch diese Straße hier bin ich, glaube ich, noch nie lang gefahren. Also, ich bin immer wieder überrascht bei diesem Spiel einfach. Oh, shit. Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht. Oh, fuck it. So, jetzt hoffen wir mal, dass der Wagen hier geländetauglich ist und dass wir mit dem hier den Berg hochkommen. Aber es sieht nicht so aus, als wäre der so richtig geländetauglich. Es ist zwar ein Sand King XL, aber irgendwie kein Bergclimb, kein Hillclimb King XL. Nö, der geht einfach gar nicht hier hoch. Was ist denn da los, ey? Das ist ja nicht mal sonderlich steil. Ja gut, ist doch steil, aber... Alter, der bewegt sich ja hier millimeterweise. Und dann bewegt er sich gar nicht mehr. Na gut, tschö, dann lassen wir den Wagen da stehen. Hau ab. Immerhin die Handbremse funktioniert gut. Und dann müssen wir jetzt halt zu Fuß weitergehen. Wenn der Wagen nicht will, dann muss man eben, ne? Wer liebt, der schiebt, beziehungsweise wer liebt, der geht zu Fuß. Aber schöne Aussicht hinter uns. Echt schön gerade. Und das ist jetzt ja keine Morgenstimmung, sondern Abendstimmung. Also morgens und abends ist am schönsten. Nicht nur morgens, sondern morgens und abends. So, meine, wir kommen da noch irgendwie hin. Oh, springen ist sogar schneller als laufen. Ich glaube, so weit ist es auch gar nicht jetzt. Aber, ist halt ärgerlich, dass wir jetzt das Ganze zu Fuß machen müssen, ne? Weil der Weppet den Berg nicht hoch will. Wie weit ist es denn durch die Landschaft? Naja, so ganz nah ist es doch nicht. Es war ja auch noch einiges angezeigt an meinem Auto, aber ich meine, das Auto wollte ja auch die Straße lang, deswegen keine Ahnung. Ich laufe ja jetzt gerade Luftlinie hier. Wäre doch echt schön, wenn das mal funktionieren würde. Also, ich weiß halt nicht, ob das die letzte Dom-Mission ist. Wenn es tatsächlich die letzte Dom-Mission sein sollte, dann bin ich überglücklich, dass wir das hier auf dem PC geschafft kriegen. Und das ist dann tatsächlich eine Mission, die ich noch nie gespielt habe. Weil es, wie gesagt, auf der PS3 verbuggt war. Insofern, falls das die letzte ist... eine ganz neue Mission für mich. Das wäre doch mal was. Ah, ich höre den Hund, also daran erinnere ich mich jedenfalls schon mal nicht. Das wäre ja schon mal was. Oh, wir haben die Prozente ein bisschen verloren, ne? Wir sind jetzt bei Part 67 oder was? Ach, guck mal, der Hund ist wieder da. Und haben gerade mal 61%. Wir sollten mal ein bisschen aufholen. Hey, what's up, my nigga? Good to see you, dog. Der gibt ihm eine Brofist. That asshole is about to kill himself. Which asshole? Oh, that perfect investor guy. Shit, whatever. You're obligated to tell me.
You really don't give a shit, but you were just made this way? He's this way, but you off to get cast in a movie role more suitable to your talents? Oh shit, all right, dawg. I'll holler at you, my nigga. Der Hund ist einfach so ein richtiger Buddy von Franklin jetzt, weißt du? Und er nennt ihn Dog. Und dann steht auf dem deutschen, im deutschen Titel steht dann Dicker. Naja, okay. So, schauen wir mal. Also die Mission habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und das heißt, es scheint zu klappen auf dem PC und da bin ich sehr dankbar für, weil das macht mich zuversichtlich, dass wir tatsächlich zum ersten Mal die 100% wirklich schaffen können. Und wir schauen jetzt mal, was Dom hier macht. Hallo? Na, Dommy Boy? Hey, Dom, what the hell you about to do, man? Nothing! It's perfectly safe! Like last time, huh? Yeah! If I don't hit your vagina on the way down! Hey man, I ain't too sure about this one. Man, that motherfucking dog was the real deal. What dog? I don't know how to explain it, man. Well, it's your call. Aber einen Fallschirm hat er nicht an, oder? Alter. You dumb idiot. Was? Ist er da jetzt echt... Kollege! Hör mal, ich hätte doch den Ditzel, hier liegt doch dein Fallschirm. Hättest du ihn ruhig mitnehmen können. Sei mir nicht böse. Ist er da jetzt einfach runtergesprungen und richtig an die... Ja, ich würde sagen, der ist tot. Alter! Ich liebe dieses Spiel, Leute. Es tut mir leid, aber ich liebe dieses Spiel. Evolution in action. That crazy ass fucking fool. Verkalkuliertes Risiko bestanden. Ah, Mutprobe habe ich nicht abgeschlossen. Mutprobe wäre wahrscheinlich gewesen, wenn wir da hinterher springen mit Fallschirm. Deswegen lag der da wahrscheinlich. Aber ich hatte ja sowieso schon einen und so. Aber na gut. Habe ich jetzt nicht gemacht. Also, die Mission habe ich damals nicht gemacht. Und das ist tatsächlich ja gar keine Mission. Man geht da hin und sieht die Cutscene. Mehr ist das ja nicht. Aber jetzt konnte ich sie abschließen. Und die Cutscene war es auf jeden Fall wert. Alter. Ist das schön. Und ich habe euch gesagt, Morgenstimmung ist die geilste, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ey, es ist so ein Traum. Und dann liebe ich dieses Spiel in vielfacher Hinsicht, weißt du? Zum einen, weil es einem sowas bietet. Und ich meine, in welchem Spiel habe ich jemals sowas gesehen? In keinem. Da bin ich mir relativ sicher. Und zum anderen halt wegen sowas wie gerade, ja? Wenn Dom sich halt da runterschmeißt und so richtig schön dumpf auf den Boden klatscht und stirbt. Es ist makaber, aber es ist lustig. Es tut mir leid. Na gut, das hat wieder mal super geklappt. Man könnte auch sagen, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich dachte, ich jump hier elegant über den Zaun, aber irgendwie habt ihr ja gesehen, wie gut das geklappt hat. Na gut, also was machen wir denn jetzt? Wir haben noch ein bisschen Zeit, Jungs und Mädels. Vor allem Mädels. Wobei ich gar nicht weiß, ob überhaupt irgendwelche Mädels bei GTA zuschauen. Wenn irgendwelche Mädels gerade bei GTA zuschauen, dann fühlt euch sehr gegrüßt und schreibt mir bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr glücklich machen. Oh! Fuck! Ey, das ist aber auch was heute hier. Er fällt öfter vom Motorrad, als er, ja. Alle paar Meter quasi. Ja, da war eine gute Frage jetzt eigentlich. Was machen wir jetzt? Ich kann mal eben in die Statistiken schauen. Wir gucken mal, was wir da jetzt... 61%, 15 von 20 Fremde und Freaks. Ich weiß aber jetzt nicht, wozu das zählt. Wisst ihr, worauf ich Bock habe? Wisst ihr, worauf ich Bock habe? Wir wechseln mal wieder den Charakter. Und zwar wechseln wir mal auf Michael zurück. Und gucken mal, was der so macht. Ob der immer noch nackig rumläuft? Nee, er hat inzwischen wieder einen Anzug an. Das ist ja schon mal ganz angenehm. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal hier das Auto. So, dankeschön. Sehr lieb von euch, Jungs. Sehr lieb von euch. Auch ein schicker Wagen, muss man sagen, ne? So, und dann gucken wir mal auf die Karte. Also, wir haben eine Hauptstory-Mission, die könnten wir natürlich machen. Ich würde aber sagen, die nehmen wir jetzt nicht noch in Angriff. Ach, guck mal, wir haben auch die nächste Nigel-Mission. Na gut, dann machen wir die. Ich wollte gerade mit Michael eigentlich was machen, aber wenn sich da eine Nigel-Mission anbietet, ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Nigel. Und deswegen machen wir die dann. Ach nein, der ist bei sich zu Hause, ne? Hauptsache, stand er jetzt eine halbe Stunde hier zu Hause rum? Was hat er denn wieder für Drogen genommen, ey? Wir machen währenddessen eine Mission und so und er steht immer noch hier rum. Na gut, also wir müssten ja mit ihm dann erstmal Richtung Stadt, beziehungsweise, ach guck mal, da ist auch Triathlon und Fragezeichen, was nicht alles. Wir haben ja ganz schön viel noch mit ihm, ne, muss man sagen. Minuteman müssen wir auch nochmal machen. Also ich glaube, wir sollten generell mal ein bisschen mehr mit Trevor spielen, mit dem haben wir irgendwie noch Nachholbedarf.
Nee, aber was ich eigentlich machen wollte, war, ich hatte Bock, mit Michael mal ein bisschen golfen zu gehen. Denn wir müssen ja sowieso auch einmal Golf spielen und alle Löcher unter Paar oder so schaffen. Ich kenne mich mit Golf nicht aus, keine Ahnung. Jedenfalls muss man da alle Löcher mit ein paar Zügen schaffen. Und das würde ich gerne mit Michael mal machen demnächst. Aber jetzt hat sich das gerade so angeboten hier mit Trevor. Und dann würde ich sagen, so in ein, zwei Parts werden wir dann nochmal wieder eine Story-Mission machen. Aber da sind wir ja schon relativ weit. Insofern lieber mal ein bisschen was anderes hier. So, was haben wir hier vorne bei dem Fragezeichen? Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich erfahren. Ach, das ist, glaube ich, auch irgendwas, was wir nicht für die 100% machen müssen. Aber ich guck mal eben. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht müssen wir es doch machen. Hello, Maud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Also Maud, wie sagt, oh Gott, wie spricht man sie denn aus? Ich weiß es gar nicht, aber das Mädel hier hat jedenfalls ziemliche Baumstammschenkel, oder? Meine Güte, ey. Die ist kräftig. Aber lustig ist sie. So, und wir sollen hier irgendwie so einen Kerl finden. Aber was ich jetzt nicht weiß ist, und das müsste ich dann auch mal nachschauen, brauchen wir das für die 100%? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob wir das für die 100% brauchen oder nicht. Kopfgeldmission jetzt verfügbar. Trevor erhält E-Mails von Maud. Ist mir auch egal, mit genaueren Einzelheiten. Schauen wir mal. Haben wir schon eine E-Mail oder noch nicht? Kaufen Sie ein Boot. Blablabla. Werbung. Immer nur Spam und Werbung, ne? Wie man es so kennt. Ups. Das wollte ich gar nicht. Na gut, dann eben nicht. So, Triathlon machen wir mit Franklin. Habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Wir, würde ich sagen, fahren einfach zum Flugplatz. Und holen uns ein Flugzeug oder ein Heli. Und dann kommen wir dann auch schneller zu Nigel. Zu Nigel. Nigel. So heißt er nämlich. Warte mal, ich schaue mal eben auf die Karte. Ach, das Rennen wird gerade mal als verfügbar angezeigt. Dann sollen wir da mal eben vorbeifahren. Ey, immer wenn ich da nämlich gucke, steht da, das wäre nicht verfügbar. Das wäre also jetzt mal die Gelegenheit, da vorbeizufahren und das kurz zu machen. 2 Kilometer ist das weg. Das sollte man doch schaffen, oder? Weil das ist immer als nicht verfügbar angezeigt. Und jetzt wird es gerade mal als verfügbar angezeigt. Deswegen dachte ich mir, die Chance nutzen wir jetzt mal eben. Pass auf, wenn ich da bin, ist es wieder nicht verfügbar. Ich sehe es schon kommen. Aber egal. Wir fahren da einfach mal eben hin. Und, also mir wird zwar so ein bisschen warm, was jetzt, glaube ich, tatsächlich dann am Stuhl liegt, aber am Kopf ist mir echt nicht mehr so warm. Also ein bisschen was scheint es schon zu helfen mit den Kopfhörern. Vielleicht sollte ich das mal, also wenn mir wieder zu warm ist, einfach mal andere Kopfhörer oder diese kleinen Kopfhörer nehmen hier. Ein bisschen hilft es. Ist halt einfach der Sound dann leider ein bisschen grottig, aber für euch ändert das ja nichts, weil für euch klingt es ja gleich. Ist ja nur bei mir dann. Also nur für mich ist der Sound dann nicht so geil. Für euch ist das ja alles hoffentlich ganz normal. So, wir müssen links 1 Kilometer noch und dann schauen wir mal, ob wir das Rennen jetzt machen können oder nicht. Ich wäre sehr erfreut, wenn wir es machen könnten. So, also Geländetauglichkeit von Trevors Wagen kann man auch in Frage stellen. Aber es geht schon. Ah, okay, Maud schreibt uns. Hey Trevor, ich wurde darüber informiert, dass dieser Gestrauchelte sich beim Steinbruch versteckt. Allem Anschein nach ein nervöser Typ. Er wird also wahrscheinlich abbauen, bla bla bla. So, und das Rennen wird mir nicht mehr angezeigt. Kann es sein? Ja, natürlich nicht. Warum auch? Aber da unten ist jemand. Da unten steht jemand, aber ich weiß nicht, ob wir da irgendwas machen können. Oder ist das jetzt lustigerweise gerade auch... Ach, guck mal, das ist zufällig auch jetzt der Kerl von unserer Mission gerade. Wahrscheinlich ist deswegen auch das Rennen verschwunden. Das war jetzt echt zufällig. Die Mission ist genau hier, wo ich gerade das Rennen machen wollte. Wir sind also jetzt gerade perfekt zu der Mission gefahren, ohne dass wir es wollten. Wie lustig.
Das ist echt lustig. Also auf den Kerl ist ein Kopfgeld ausgesetzt und wir wollen das natürlich kriegen. Nähere dich dem Kautionsflüchtling. Ich glaube, wir können ihn lebend oder lebend oder tot besorgen. Bring den Kautionsflüchtling zum Mode. Also, ja, lustiger Zufall. Ich wollte ein Geländerrennen machen und mache im Endeffekt hier die Kautionsmission. Aber gut, so ist er eben, ne? Zufälle. Oh shit, da sollten wir vielleicht nicht drüber fahren. Come on, pal, don't do this. Just let me turn myself in, please. No can do. I'm a dedicated servant of justice, my friend. Count yourself lucky I haven't trust you in duct tape and thrown you in the trunk. Although, now I've said it out loud, I kind of like the idea. Please, they're saying I could get 5 years. 5 years! Whoa, hang on, remind me. What did you do again? You're giving off a sex criminal vibe. What? No! They're just trying to charge me with check fraud, money laundering, workers' compensation fraud. It's crazy. It was just a few payroll taxes, for Christ's sake. Okay, I'm listening now. You had me at money laundering. What's your play? It isn't really a play. You create a shell company, take out a minimal workers' comp insurance policy, then charge subcontractors a fee to use that company as a dummy paper trail for their undocumented workers. I'm just a middleman, really. Whoa, 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 whoa! I take it all back. You are officially the most boring criminal alive. Nah, jail's the place for you for sure. For the learning experience alone. Mode. So, wir bringen ihn zum Mode. Und, dann haben wir halt eine von den Kopfgeldmissionen gemacht, ohne dass wir es wollten. Na gut. Hab ich auch nichts gegen. How you been, Trevor? Boy, am I glad to see you. Look what you brought me. Your relentless sunny disposition, it always puts a pep in my step. I aim to please. Well, witty banter completed, I'll give you my thanks. And I'll send you another file for your inspection. Okay, Flüchtling abgeliefert. Oh, da kriegen wir $10,000 für. Nicht schlecht. Ralf Ostrowski. Wie gesagt, ich glaube, dass das nicht zu 100% gehört. Das war jetzt auch eher so, ich hätte natürlich auch mein Auto nehmen können. Das war jetzt eher so zufällig, ne? Ich wollte es ja gar nicht machen. Ich wollte tatsächlich nur das Rennen machen. Ich wusste auch gar nicht, dass wir da hin sollten für die Kautionsmission. Was wollte sie jetzt? Beschwert sie sich jetzt, dass wir ihr Auto klauen? Nö, ne? Na gut, dann haben wir das gemacht. Nicht das, was wir wollten, aber was gemacht. Und ich speichere mal eben. Und meine Zeit sagt auch schon wieder, es ist schon wieder vorbei. Dabei haben wir doch gerade erst angefangen. Meine Güte, Kinders, wie die Zeit vergeht. Dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Däumchen. Ihr freut euch über ein neues Video. Demnächst schaltet wieder ein. Euer Walle. Bye, bye.